So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bibi und Tina. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob das jetzt hier weitergeht. Wo sollen wir denn noch nach den Beinen suchen? Da muss die müssen ja hier irgendwo sein. Ein Spatzennest. Hier ist niemand. Lasst uns woanders suchen. Okay. Hier geht's zur Wiese von Schloss Falkenstein. Ja gut, da brauchen wir auch nicht mehr suchen. Ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll. Boah, ganz schön unheimlich hier. Vielleicht gehen wir doch nochmal zur Wiese. Ich glaube nicht, dass wir hier was Neues finden. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch suchen soll. Hier ist niemand. Du kannst deinem Pferd doch einen Namen geben. Klicke einfach auf das Banner und trage ein, wie dein Pferd heißen soll. Keine Ahnung, vielleicht so. Ich stürze das Spiel ab, oder was? Ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll. Ach, Scheiße. Und können, damit ihr das auch mal gesehen habt, machen wir das jetzt auch mal. Ich kenne das Spiel ja eigentlich schon. Ich habe das ja beim Plexi schon gesehen. Mit dem Schwamm kannst du das Fell deines Pferdes säubern. Ist das die richtige Reihenfolge? Mit der Kardetsche kannst du lose Haare entfernen. Ist das die richtige Reihenfolge? Mit dem Striegel kannst du dein Pferd putzen. Wenn wir das Pferd hier sauber machen. Ruckelt doch zwischendurch ein bisschen, ne? Toll! Dein Pferd ist gestriegelt. Alter, ruckelt das! Ja, gib mir den Mauszeiger wieder. Ich hab leider keine anderen PC, wo ich drauf spielen kann. Also müssen wir das jetzt hier aushalten. Ja, da ist die Festplatte drauf auf fast Schrott. Jetzt ist dein Pferd sauber. Damit kannst du dein Pferd kämmen. Ja, so macht man ein Pferd sauber. Ach so, und es ist wichtig, auf den Mauszeiger zu gucken und nicht auf das andere. Die Mähne des Pferdes ist gekämmt.
Mit dem kannst du Erde und kleine Steine aus den Hufen deines Pferdes entfernen. Ihr seht auch, dass der Laptop eigentlich ganz gut, eigentlich ist er ganz gut erzählt. Ich kann natürlich nicht sehen, Unsinn, aber er hat fast 2 MB Grafikspeicher. Er hat leider nur einen sehr schlechten Prozessor und hat nur 4 GB Arbeitsspeicher. Deines Pferdes sind nun sauber. Immer wenn du hier klickst. Ja. Hier ist niemand. Irgendwas muss doch hier sein. Ich brauche Hilfe. Hier kannst du das nicht verwenden. Versuch's doch mal woanders. Ja, wo? Vielleicht hier? Muss dieser scheiß Spax, aber das Einzige, was mir nur noch einfällt, ist diese scheiß Hütte. Oh, ganz schön unheimlich hier. Das passt hier leider nicht. Keine Ahnung, was ich sonst so machen soll. Ach, Hufeisen. Ein altes Hufeisen. Das bringt Glück. Das nehmen wir mit. Wow. Der ist fest verschlossen. Da wäre was Neues, aber geht doch jetzt doch noch mal alles ab. Aha! Ja, der Hufaufdrücker, hallo? Das Hufeisen haben wir auf Gut Greifenau gefunden. Mm-mm, das stimmt nicht. Ey, und den Hufaufdrücker. Hier ist niemand. Ich kann jetzt nur noch hier gucken. Der Graf scheint im Haus zu sein. Weit und breit keine Spur von unseren Ausreißern. Das sehe ich. Oh. Ganz schön unheimlich hier. Der Klee kommt mir bekannt vor. Sieh mal, das Kleefeld ist halb abgegrast. Vielleicht waren die beiden Ausreißer hier. Wow. Wir können die jetzt einfach so die ganze Zeit da stehen lassen. Da seid ihr ja. Ich habe eine Spur gefunden. In der Kiesgrube.
In der Kiesgrube? Da warst du so weit weg? Ach so. Die Hufspuren sind eindeutig von Roxane. Alex ist ganz schön langsam. Kein Wunder mit dem alten Ding. Da, seht selbst. Die Spuren müssen von Roxane sein. So, ich glaube, wie lange geht die Folge jetzt? 11 Minuten schon wieder. Dann sage ich mal, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.